Cassandra, bitte hilf uns! Wir müssen mein Haus finden. Ohne meine Ananas bin ich nur ein ordinärer, sprechender Schwamm. Tut mir leid, SpongeBob. Ich bin damit beschäftigt, das Gewebe des Universums zu reparieren, das du zerstört hast. Cassandra, hilfst du uns dabei, mein Haus zu reparieren? Klar, wenn deine Freunde wieder da sind, die Stadt repariert wurde, alles in kosmischer Reihenfolge. Oh, mein schönes Heim. Und eine leckere Ananas. Hier, nimm doch bitte dieses kosmische Kostüm und durchschreite das Portal. Juhu! Welchen Käse mögen Piraten am liebsten? Oh, Cheddar? Ah, das habe ich mich schon immer gefragt. Ja, ich weiß viel über Piraten. Lieferung kommt! Hey, Kicherkumpels! Hört mir genau zu, ihr beiden. Ich konnte Fleckchens Spuren ausfindig machen, aber sie sind überall verstreut und führen zu all diesen Portalen. Wow, Fleckchen hat's echt weit gebracht. Ihr sollt zuhören! Ihr müsst ihn in all den Welten suchen, in die ihr reist. Ihr seid die Einzigen, die ihn zurückbringen können. Keine Sorge, Plankton. Wir werden nicht ruhen, bis er wieder zu Hause ist. Gut! Und jetzt verschwindet! Abbekommen. Diese Welt ist ziemlich nett, aber ich hoffe, kein anderer unserer Freunde wurde hierher verschleppt. Alten Kanonen? Achtung, Gebäck! Wir müssen von diesem Strand runter, Patrick! Oh, aber für etwas Kuchen könnte ich jetzt sterben! Oh nein, heute nicht! Komm, wir verstecken uns in dieser komischen Höhle! Kuchen im Anflug! Ich werde dich fertig machen!
mache ich was vor. Nicht mal ein Baby hätte Angst vor mir. Ohne ein Schiff bin ich nur ein erbärmlicher Geist meiner selbst. Das ist ja schrecklich. Was ist passiert, Mr. Holländer? Dieser verfluchte Seetapfers hat mein geliebtes Schiff gestohlen. Verwirrte Brokkoli voraus. Ach so, ist nur der fliegende Holländer. Er hat auch meine Ananas. Dieser obststehlende Freibeuter hat es zu weit getrieben. Captain Holländer, Sir, Sie müssen Ihr Schiff zurückbekommen, damit ich meine Ananas zurückbekomme. Aber Killer Garnele hat all meine kostbaren Socken weggeworfen. Kein Pirat, der was taugt, würde einem sockenlosen Captain folgen. Und wenn ich keine Mannschaft zusammentrommeln kann, haben wir keine Chance gegen den Admiral. Man braucht keine Socken, um Pirat zu sein. Patrick hier hat in seinem Leben noch keine einzige Socke getragen. Ich hab nicht mal Füße. Wenn Sie also zwei treue Seebären brauchen, treten Patrick und ich mit Freude Ihrer Mannschaft bei. Mit oder ohne Socken. Also gut, aber erst müsst ihr Lausbuben beweisen, dass ihr aus echtem Piratenholz geschnitzt seid. Dazu müsst ihr einen echten Schatz ausgraben. Aha. Euch furchterregende Piratennamen verdienen. Aha. Und all meine Socken finden. Die will ich nämlich immer noch wieder haben. Zu Befehl, Captain Holländer, Sir. Zu Befehl, Captain Holländer, Sir! Lieferung kommt! Oh, ich habe vergessen, Sonnencreme einzupacken. Naja, ein bisschen Bräune kann nicht schaden. Aber was, wenn wir ausbleichen und zusammenschrumpeln? Naja, ein bisschen blässer kann ich ruhig werden. Kleiner Klaps reicht schon. Na, hoffentlich braucht niemand einen Rettungsschwimmer. Du kickst mir zu viel Sand in den Mund. Ich hab schon welchen gegessen. Ein kleiner Klaps reicht schon. Stark. Lieferung kommt. Wichtig. Ich find's toll, wie die gruseligen, schwebenden Piratenschiffe um diese Zeit herauskommen.
meinen Job und hol mir ein Surfbrett. Duftet nach Brand. Ich fliege! Ups. Lieferung kommt. Hey, mach einen auf Strandball und flieg woanders hin. Hilfe! Novelle! Echte Piratenschiffe! Ich will's ja... Hey! Kannst du diese Gelee-Wichte beseitigen? Die Postkrabbe Pizza ist die Pizza super knusperig. Unschuldige Gelee ist gar nicht so unschuldig.
gegen einen Sonnenbad. Aber wenn du dich beeilen könntest, wäre das toll. SpongeBob? Patrick? Ihr seid auch hier? Ich dachte, es wäre nur ich und die Sardellen. Wie sind wir hierher gekommen? Darüber können wir später sprechen. Im Moment müssen wir uns darauf konzentrieren, dich und die Sardellen und meine Ananas nach Bikini Bottom zurückzubringen. Sag mal, wo sind die Sardellen? Dieser widerliche Schrimp hat uns zusammengetrieben und uns von seinen Gelee-Schergen an Schiffswracks in der ganzen Lagune kleben lassen. Er sagte, wir seien kein Piratenmaterial. Ist doch nicht meine Schuld, dass ich so allergisch gegen Augenklappen bin. Nicht den Mut verlieren, Larry. Wir werden jeden Bewohner aus Bikini Bottom retten, der hier feststeckt. Sonst heißen wir nicht SpongeBob und Patrick, die, Piratenleute. Kein sehr furchterregender Piratenname. Wir arbeiten noch dran. Danke, SpongeBob. Ich werde nach Hause gehen, um mich zu bräunen und zu trainieren. Dieser Sumpf sieht irgendwie gruselig aus. Wie ein Ort, an dem man Piratengeister finden könnte. Und klebrig. Los mit mir. Vielen Dank, Patrick. Danke. Hi, Kelly. Mann, Patrick. Wenn du eine Lampe wärst, würde ich dir strahlende 5 Sterne geben.
Bevölkerung. Kommt sie nur! Miep, miep, miep. Oh, nicht Schleim. Die Frosche Krabbe Pizza ist die Pizza, super knusperig. Mehr Gelee. Oh Mist, so schleimig. Sieh dir all diese verlassenen Schiffe an, Patrick. Oh, ich wette, wenn wir diese Wracks abstauben und seine Socken an den Fahnenmasten hissen, würde das aussehen, als hätte der Holländer eine ganze Flotte. Dann wüssten alle, dass er wieder da ist. SpongeBob, das ist ein ziemlich guter Plan. Aber Fahnenmaste haben keine Füße. Wie willst du ihm die Socken anziehen? Sehr vorsichtig, Patrick. Gehen wir. Thank you.
weg. Such mir jetzt die anderen und werden zu echten Piraten. Wir sind nichts als Socken im Wind. Ich zeig euch, wie man surft. Ein kleiner Klaps reicht schon. Oh, das ist eine große Sandburg. Da drin wohnt sicher der Sandkönig. Noch mehr Gelee.
Pizza. Ist die Pizza super knusperig, süß und klebrig. Ich wusste es. Aber warum? Warschau! Vor dir steht der berüchtigte Piratenkapitän Zwickarossa. Ich brauche ein paar Trottel. Ich meine, eine Mannschaft zum Schleppen. Ich meine, teilen. Meines Schatzes, ich meine, halt, nein, diesmal meinte ich wirklich Schatz. Oh Junge, ein Schatz? Ja, nun, ihr erscheint mir würdig und anwesend. Also, um meinen Schatz mit euch zu teilen, müsst ihr ihn erst aus einem alten Schiffswrack bergen. Es kam vom Kurs ab und stieß mitten in der Lagune auf Felsen. Jemand, der absolut nicht ich war, muss die Karte verkehrt herum gehalten haben. Wie dem auch sei, ich würde den Schatz ja selbst bergen. Aber ich bin viel zu reich, um die Arbeit eines Mannschaftsmitglieds zu verrichten. Ein wahrer Glückstag, Patrick. Mit diesem Schatz können wir beweisen, dass wir echte Piraten sind. Technisch gesehen seid ihr das nicht. Ich habe keine Zeit für die Bürokratie zur Registrierung einer neuen Mannschaft oder ihre Bezahlung. Bekommen wir wenigstens echte Piratennamen? Klar, warum nicht? Dann sind wir bereit! Ein kleiner Klaps reicht schon. Sieht aus wie eine hübsche Meerjungfrau beim Sonnenbaden. Das ist meine liebste Art des Badens. Gelee.
Kartoffel Krabbel Pizza. Ist die Pizza super cool? Oh, noch mehr Gelee. Verzeihung, Miss. Warum so traurig? Weil ich, all meine Freude verloren habe und ohne Freude kann ich nicht singen und das ist echt uncool für Meerjungfrauen wie mich. Vielleicht ist sie im Kühlschrank. Immer wenn ich mich freuen will, mache ich den Kühlschrank auf. Das letzte Mal, als ich mich gefreut habe, da habe ich mit meinen Freundinnen getanzt. Aber die sind halt nicht da. Und auch wenn sie da wären, hier ist keine Musik. Aber Musik ist doch überall. Du brauchst nur ein Instrument in der Hand und ein wenig Rhythmus im Herzen. SpongeBob, lass uns Musik machen. Und dann könnten wir doch zusammen tanzen gehen. Klar, aber nur als Freunde. Ich habe mir vorgenommen, nie mehr mit einem Ballon auszugehen. Und überhaupt stehe ich sowieso gerade total auf Piraten. Und was ist mit Ballonpiraten? Komm, Patrick. Wetten, dass hier Sachen herumschwimmen, die wir als Instrumente verwenden können. Und dann können wir hier Musik auftischen. Verstehe ich nicht. Ihr habt mir geholfen, obwohl das echt mal so gar nicht euer Problem war. Als Dankeschön werde ich euch einen Wunsch erfüllen oder so. Ich wünschte, SpongeBob und ich könnten den Schatz auf dem gesunkenen Schiff erreichen, damit wir total date-taugliche Piraten werden. Habt einen sicheren Flug, meine melodischen Freunde.